Ich habe mal in Dings um uns geguckt. In Zeitfahren, wer der Weltranglisten erste ist, der fährt auch 58 Sekunden. Das ist auch, hat bestimmt irgendwie so einen Bug ausgenutzt. Ich wüsste gerne, was das ist, ey. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Genau. Und um hier zu siegen, sollte man schon aus der ersten Reihe starten. Selbst wenige Plätze dahinter in der Startaufstellung und man braucht entweder großes Glück bei der Boxenstrategie oder muss auf eine Safety-Car-Phase hoffen. Überholen ist fast unmöglich. Wir haben ja daraus gelernt. Haben wir. Erstmal lassen wir die in der Runde fahren. Machen wir ja immer so. Das kann nicht sein. 58 Sekunden, da fährt doch niemand, ey. Ey, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Oh. Haben wir ja gerade richtig mit. Er schafft Nico Rosberg seitlich auf Primes, ey. Okay, fahren wir mal raus. Was ist denn da abgeflogen? Ah, ein Mercedes ist abgeflogen. Versuchen wir es einmal direkt mal. Oh, das hat ja sehr gut geklappt. Ja, hat sehr gut geklappt. Also besser hätte man nicht anfangen können, ja. Und wiederholt es nochmal. Mann, was ist das? Sag doch, ich hasse die Strecke. Es tut mir natürlich leid, dass ich ständig Rückblenden machen muss, aber es trägt einen auch. Zwei Zehntel in den Scheißraum. Ich muss nur irgendwie weiterkommen. Mehr will ich gar nicht. Erstmal. Einmal, seht ihr einmal was vom Frontflügel weg und man hat keine Chance mehr richtig zu lenken. Das regt einen doch auf, ey. Das ist.
Das wird keine Bestzeit. Niemals. Dritter, komm, reicht. Reicht, ja. Ich habe einfach keine Lust mehr weiterzufahren, so. Ist ja unrealistisch, dass ich jetzt noch. Oh, dann seht ihr so, wir sind sogar 13 schneller als Vettel, ja. Ja, seht ihr, werde ich sogar Elfter. Und die große Überraschung des heutigen Qualifyings ist natürlich, dass Lewis Hamilton es nicht in Runde 2 geschafft hat. Das bedeutet, dass... Halt's Maul, Lewis Hamilton hat es wohl als Erster in Runde 2 geschafft, du Homo, ey. Ey, das Spiel ist so verbuggt, ey. Es geht, ey. Das ist eigentlich so verboten, ey. So verbuggt. Wir haben ja gebraucht, um das für die PS4 rauszukriegen. Und da sind so viele Bugs drin, ey. Noch nicht mal Karrieremodus. Also die sollten sich eigentlich schämen gehen. Dass man sowas auf den Markt bringt, also. Nach, ich schweige, 2 Jahren Entwicklung dann. Also nur für die Version für die PS4. Wohlgemerkt. So, fahren wir raus. So. Naja. Mach ich bestimmt nicht. Freiwillig. Boah, das Auto liegt genial, ey, mit den Reifen jetzt. 19,7. Boah. Scheiße. Der Auto liegt verboten gut, ey. Was? Ich habe noch nicht die Strecke verlassen. Strecke verlassen ist für mich was anderes. Ein 17,7. Reicht. So. Ja. 19,7 in der Mittelsektor war so schlecht, ey. Allein 17 auf Viertel, ey. Aber dafür war der letzte Sektor wieder gut. Das ist sicherlich nicht die Qualifying-Leistung, die Lewis Hamilton erbringen wollte. Er schafft es nicht in die Runde der besten 10. Ja, als Zweiter schafft das nicht. Halt's Maul, ey. Ey, das ist... Ey. Kann doch nicht wahr sein, oder? So.
Gucken wir erstmal in den Reifen. Ja, den ersten Reifen kann ich sowieso nicht nehmen. Der 3% Abnutzung, jawohl. So. 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 Jetzt fahren wir natürlich eine Runde mit Fett. Mal gucken, was das denn ist. Geringes Regenrisiko. Der letzte Satz war eigentlich gut. Der scheint dann angeblich jetzt auch gut zu sein. Ja, der ist einigermaßen gut. 20-0, jawohl. Reifentemperatur ist optimal, okay. Jetzt geht es hier um die Pole. Nirgendwo anders ist die Pole so wichtig wie hier. Komm, schaff es. Zieh. Ja, 17. Zurück in den Garage. Nächsten Reifensatz ausprobieren. Was haben wir noch? Einen kann ich noch probieren. Schaffe ich zeitlich noch. So. Auf geht's. Nur ein Versuch. Fahren alle nicht mehr raus, warum? Achso, oder? Okay, das darf ich sogar, okay? Cool. So, bei den Körbsräumen. Ach, komm. Jawohl. Schön aufs Gas gehen. Vierzehnte, jawohl.
nochmal zugelegt, ey. Jawohl. Schaffe ich vielleicht noch eine Runde? Ne. ...18-7 fahren die. Pole, Jungs. Pole Nummer 6 in Folge. Jetzt noch ein gutes Rennen und dann haben wir... Eine Spitzenleistung des Australiers Danny Ricciardo. Er wird im morgigen Rennen nur schwer zu schlagen sein. Definitiv ein großartiges Ergebnis für das Team. Wenn morgen alles nach Plan verläuft, kann es sein, dass einer der beiden das Rennen gewinnt. Aber natürlich werden die anderen Fahrer da ein Wörtchen mitreden wollen. Ey, die labern mir. Die sind nur 7. und 10. und die sollen immer Rennen gewinnen. Okay. Ich stelle das jetzt nicht in Frage. Alles cool. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig.